Oh, das kenne ich, das sind Hanteln, ne? Er sieht fast so aus. Das sieht wirklich fast aus, aber ich kenne keine Hanteln mit drei, die so... Oh, gibt's auch, habe ich auch schon mal gesehen. Für die ganz harten Kerle. Ist klar, das sieht aber sehr spacig aus. Es ist äußerst selten. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Bitte schön, die Herrschaften. Ich bin auch aufs Material gespannt gleich. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Schönen guten Tag. Dieser nette junge Mann neben mir mit dem unglaublichen Sachverstand, das ist Sven Deutschmanek. Hallo. Ich bin der Horst. Ich bin Susanne. Ich bin der Wolfgang. Freut mich sehr. Wie steht ihr beiden zueinander? Darf ich das fragen? Nachbarn und gute Freunde. Nachbarn und gute Freunde, das mag ich am liebsten hören. Wo lebt ihr beiden denn? In Mülheim an der Ruhr. Mülheim an der Ruhr kenne ich. Was macht ihr beruflich? Ich bin Seniorenbetreuerin. Oh, das ist ein toller Job. Was aber nichts mit deinem lieben Nachbarn zu tun hat. Dafür ist er zu jung. Danke. Also hauptberuflich bin ich Rentner. Ja. Und nebenberuflich arbeite ich in der Seniorenbetreuung. Ja, da habt ihr euch auch kennengelernt. Richtig. Sehr schön. Dann ist das ja gleichzeitig fast das Hobby. Oder gibt es noch separate Hobbys? Hund, Katze, spazieren gehen, Natur. Wunderbar. Museum, Psychologie. Ach, das passt ja alles zusammen, du, das ist ja unglaublich. Psychologie müssen wir beide wieder aufpassen, müssen uns jetzt sofort benehmen, bevor ihr uns analysiert. Wem gehört denn dieses Lampengebilde hier? Einem Ehepaar, was wir zusammen betreuen. Ja. Und die haben uns beauftragt, die haben die Lampen damals gekauft und jetzt, wir sind schon älter und dann müssen die jetzt mal weichen. Gut, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was das ist. Auf jeden Fall ist das mal Design, ne? Oder wie hat meine Mutter mir gesagt, das ist Design. Design. Das ist Design. Das hier ist das Nagelsteckleuchtensystem 2000. Und die Firma Nagel, das Unternehmen Nagel, ist eine Metallbaufirma, die auch heute noch existiert. 1920 gegründet, ich glaube mittlerweile in der vierten Generation sind die unterwegs. Und da gab es den Herrn Heinrich Nagel, der hat 1973 mit seinem Kollegen, einem Architekten, dem Werner Stoff, dieses Steckleuchtensystem entwickelt. Das Gute an diesem Steckleuchtensystem ist, man kann es quasi, ja, je nachdem wie die Statik es auch aushält, erweitern. Weil du hast die einzelnen Plateaus, du hast unten einen, ich sag mal, Fuß, der recht massiv ist, der mit einem Guss ausgefüllt wurde. Und dann gehst du halt hoch und kannst über die einzelnen Pilze, die man hier hat, das Stecksystem erweitern. Das funktioniert wie folgt. Man hat hier immer wie so eine Leiterschiene, wo ich das einzelne Plateau aufstecken muss, damit ich quasi die Stromversorgung für das nächste Plateau habe. Und da war dir in Form und Gestaltung, da konntest du quasi machen, was du wolltest. Das heißt, du konntest ganz verrückte Gebilde bauen. Genau, damit. Ganz verrückte Gebilde bauen. 1973 kam dieser Entwurf raus und man hat versucht, damit natürlich Geld zu generieren, wurde aber nur einige Male verkauft. Es war nicht, ich sag mal, der Superverkaufsschlager. Aus welchem Material ist das? Ist das jetzt Kunststoff, was das verchromt? Nee, das ist Metall, welches dann anschließend nochmal verchromt wurde. Du siehst aber, dass die Verchromung an einiger dieser Elemente runter ist. Also das wurde wirklich verputzt. Also der Haushalt war sehr sauber und im Laufe der Jahre, wenn wir jetzt sagen 1973, haben die einiges von dieser Verchromung runtergeputzt. Also ich finde sie sehr schön und in den letzten Jahren ist dann mega Hype drauf entstanden. Hängt aber damit zusammen, dass sie nicht so häufig produziert wurde. Also funktionieren tut es ja noch, wie man sieht. Das hier könnte man da noch irgendwo dran bauen. Das könnte man jetzt noch dran bauen und man sieht das hier sehr schön. Hier hat man diese Verbindungsstecker oder Verbindungsstellen, die dann die Stromweiterleitung zum nächsten Plateau garantieren. Ist aber jetzt hier irgendwo was kaputt, dann wird es schwierig, glaube ich. Ja. Also ich finde es wirklich interessant. Was hättet ihr denn gerne an Geld mitgenommen nachher? Wunschpreis war so 1500. Gibt Sven dafür grünes Licht? Es gibt Angebote bis 7000 Euro, die man findet. Das halte ich für völlig utopisch. Ich liege hier zwischen 1200 und 1500 Euro. Das sollte man dafür bekommen können. Aber von diesen knapp 7000 Euro nehme ich Abstand. Ja. Das war uns klar. Also manchmal lohnt es sich, Dinge zu pflegen. Ja, und das Schöne ist halt nicht mit diesem Wissen gekauft. Ja, ja. Dann einfach gekauft, das hat gefallen und dann das große Glück gehabt, dass die dann so schnell eingestellt wurden und jetzt recht rasend. Ja, deswegen habe ich dich ja auch damals hier nicht mehr aus den Finger gelassen. Ach ja. Du bist ein Einzelstück, mein Freund. Ich werde jetzt aber auch älter. So, ich komme mal hier so angekrabbelt. Ja. Bitte schön, Dankeschön. Ihr Lieben. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Verhandlungen. Danke. Und weiterhin eine tolle Nachbarschaft. Huch, da geht's kommen. Tschüss, ihr zwei. Hast du gesehen, da war noch Leben in der Karte. Ja, weiß ich. Wir sind ja im Auftrag hier und ich denke, die beiden wären jetzt super aufgeregt und würden sich total freuen, dass wir jetzt weiterkommen. Das ist ja genial. Ja, super. Kannst du machen, was du willst, kannst du alles mitbauen.
Ich denke, da muss man das hier so lösen. Ja, ja. Dann steckt er da rein. Genau hier. Schau mal. Guck mal, das ist doch schön. Wow. Also ich habe mir keine Taktik vorbereitet. Ich lasse das alles nur auf mich zukommen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Der ursprüngliche Wunschpreis ist identisch mit der Maximalschätzung. Doch wird tatsächlich so viel geboten? Also wundert euch nicht, die ist nicht kaputt, aber wir haben das Kraftwerk ausgemacht, weil ich hitzeempfindlich bin. Habe ich Verständnis für. Ja, ne? Ja, die hat die alten Birnen drin, die sehr, ich glaube, das sind 40 Watt Birnen. Ja, ja. Und die sollte man ein bisschen runterdimmen, weil die sehr heiß wird. Da müssen so schwachen Bildchen LED und von oben verspiegelt. Ja. Witziges Modell, auf jeden Fall. Ja, also super Space Age, also richtig ja, spacey. Ich bin mal gespannt, was ihr zwei, ihr seid ja so ausgeflippt, was ihr jetzt bietet. Das ist so ein Must-Have irgendwie. Ja, dann fangen wir an. Wir starten einfach mal so, Daniel. Was hältst du davon? So pro Lampe 200 Euro, der Start. Pro Lampe 200 Euro. Ja, 400 von mir. 500 von mir. 550 Euro von mir. Also bis 3 Meter hoch kannst du die bauen. Kannst du alles ja, das wird aber unstabil, Daniel. Weihnachten kannst du feiern mit der Lampe. Wunderbar. Das könnte ein Weihnachtsbaum sein. Oh, was seid ihr ein doch Traum. Irre. 600 bei mir. 650. 700. 750. 800. 850. 900. 9000. Jetzt wird es interessant. Komm, jetzt lass 1050. Mich mal nicht abhängen. 1075. 1100. 1175. 1200. 1250. 1300. 1400. 1450. Ich mach's glatt 1500. Ja, und das ist noch nicht genug, aber für mich ist es fast genug. 1550. Jetzt sag ich auch mal was. 1600. 1650. Also ich hab's gedacht, du bist ja raus, Daniel. Fast, habe ich gesagt. Musst du genau 1700 Euro von mir. Puh. 1720. 1750. Die wird es nicht oft geben. Die nee. Wird es nicht oft geben. Und wenn man sie findet, wird sie sündhaft teuer sein. 1760. Wissen Sie was? 1800 mache ich klar. Noch jemand? Dann bin ich raus. Bin ich jetzt raus? Wo sind wir denn? Bei 1800 Euro. Kommen wir drei ins Geschäft? Ich bin noch am Überlegen. War der Adler, ich könnte dich schön. Ja was zanken. Ne? Du zankst mich ja auch auf. Nein. Ich hab's dich nie gezankt. Du zankst mich immer. Seid ihr zufrieden mit 1800 Euro? Möchten Sie noch bieten? Nein, ich will wollten nur was zanken. So ein bisschen, ne? Nein, natürlich sind wir damit zufrieden. Ja. Sehr gerne. Wunderbar, das dann machen wir ein Geschäft. Super. Ja. Sehr gerne. Super. Bravo. Ja. So. Dann gibt's Geld. Und zwar viel. 2, 4, 6, 8. 10, 2, 4, 6, 8. Schätzung um 300 Euro übertroffen. 1800 Euro für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen. Die Lampen sind extrem cool. Dankeschön. Tschüss zusammen, alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute noch. Tschüss. Danke Ihnen. Super. Also ich hätte dich ja wirklich noch gerne gezankt. Ja, also, ich weiß. Und ich weiß auch genau, der wäre bis 2,5 ja, nicht gegangen. Das machst du auch jahrelang hier, Walter. Nein, ich war ja ganz lieb. Ich bin selbst überrascht. Also ich bin super glücklich, dass das fast das Doppelte ist, was das Ehepaar gewollt hat. Ich hoffe, dass sie mir da nicht umkippt zu Hause, wenn ich ihr das gebe.